Oh ja. Chemical Peel. Jetzt haben wir auch noch einen Damage-Up auf jeder zweiten Träne. Und was ist hier drin? Blue Map. Ich könnte sie nehmen. Würde uns die Geheimräume zeigen. Macht aber nicht viel Sinn. Deswegen nehme ich einfach mal das und das hier. Ist, glaube ich, besser. Ja, ich deklariere das jetzt einfach mal als besser. Jetzt fehlt uns nur noch der Secret Raum. Das, dann nehme ich mal den und spiele noch mal nebenbei, weil ich es kann. Unser ganzes Geld verspielen. Tier ist down, so sehe ich aus. Nicht nochmal. Und Telepill. Los komm, teleportier mich in einen Raum, in dem wir noch nicht waren. Die Stärke nochmal. Die wartet ja schon einmal auf uns. Stirbst du von selber? Nee, doch, tut er. Und Two of Hearts. Ja, noch eine Telepille. Mal gucken, was die anderen Sachen noch so bringen. Two of Spades. Die Schlüssel verdoppeln ist auch nicht schlecht. Weiter teleportieren. Und die Dickerchen. Na komm, Dickerchen. Meine Freunde, die Dickerchen. So, lauft rein. Ich kann hier so richtig schöne Wände dann abfeuern. Also nicht die Wände, sondern eine Wand. Eine Wand aus Tränen. So, zack. Alles hier schön platt machen, damit wir auch, ja, immer wieder Zeug kriegen. Da ist nichts drin, da ist ein Gegner drin. Mal gucken. Geheimraum. Nö. Geheimraum. Nö. Was kommt hier? Ach, Unsichtbare. Hätte mir ruhig mal einer sagen können, dass es hier Unsichtbare gibt. Kriege ich aber nicht gesagt. Nee, da kommt dann einfach, moin, du bist getroffen. You was hitted by somebody you don't see. Aber ein Ghost Baby. Ich wusste gar nicht, dass das hier einfach mal so ein Knochen drin ist. Finde ich aber schön. Nehme ich auch gerne mit. Ich meine, jede Unterstützung zählt, oder? Strength. Ach ja, die Dinger sterben, kennt ihr ja. Muss ich ja nicht alles erklären. Ne? Kennt ihr. War natürlich hier alles geplant. Auch wenn es nicht so aussah und auch nicht so war. Das letzte streicht ihr. Ja, und die Fleischmännchen. Oh, Mann, ich lasse mich hier aber auch von allem treffen. Na komm her, Fleischmännchen. Was macht das eigentlich? Hat das jetzt die Gegner kurz für Inf. Ah, das hat jetzt den Weg in die nächste Utero-Stufe geöffnet. Die Frage ist, will ich das? Ich glaube nämlich nein. Weil Item vom Boss ist wichtig. Die machen aber auch meine Gravitationstränen kaputt. Stipp. Boah, Fliege. Zocken gehen. Jein. Justice. Justice ist gut. So, Justice. Könnte Blut spenden. Will ich aber nicht. Kriegst du noch eine Münze bei raus? Komm, ich guck aus. Yes, wir kriegen Geld und ein Herz. Herz brauche ich nicht. Obwohl, kann ich wieder Blut spenden. Und sogar noch eine Protection Fly, oder? Ja, dann spende ich mal ein bisschen Herzblut. So, ich glaube, das ist der Goathead, der uns hier... Was bist du denn? Child's Heart calls out its little brother. Muss nicht sein. Aber jetzt kann ich wieder spielen. Yes. Zack. Schlüssel. Haben ja alles, was wir brauchen eigentlich, ne? Es wird ja recht viel geschenkt. Wieder ein Herz. Und Geld. Leute. Ich könnte noch mal im Shop einkaufen gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir sind hier neben. Hier neben müsste der Shop sein. Ach so, nee. Oh yeah, the Bible. Nehme ich auf jeden Fall mit. Habe ich jetzt... Ich habe die Bibel gezündet. Leute, warum habe ich die Bibel frühzeitig gezündet? Gab es hier nicht irgendwo noch eine Batterie? Nee, da runter möchte ich noch nicht. Ich könnte zur Mom überspringen. Ich weiß, Bibel ist feige, aber ich mache es trotzdem. Ich gehe in den Shop, vielleicht kann ich es ja nochmal aufladen, weil ich möchte Mom mit der Bibel töten, dann kriegen wir nämlich das Item von Mom.
ist natürlich nur eine Blue Map drin. Super, und unsere Zeit ist eigentlich schon wieder rum und ich habe es immer noch nicht geschafft, hier den Run zu beenden. Egal, mach ich halt noch eine zweite Werbung rein, dann passt das. So, ja, ihr. Das ist halt die Frage, möchte ich so gegen Mom kämpfen? Ja, die haben natürlich keine Vollladung für die Bibel dabei. Das war auch selten dämlich von mir. Egal, ich bekämpfe Mom. Ich möchte gegen Mom kämpfen und wenn ich verliere, bin ich selber dran schuld. Mami. Aber wir machen ja ganz ordentlich Schaden, glaube ich. Denke ich mal. Nehme ich an. So. Ein paar Fleischclips hier in die kaputt hauen. Inklusive Mams Fleisch. Zack. Das ist ja hier alles überhaupt gar kein Problem für uns. Na, Mami. Könnt ihr eigentlich mal so eine Bombe legen? Okay, Mom hat uns einmal getroffen, aber wurde damit auch mit Gift bestraft. Das ist ja immer so der Vorteil bei uns. Zack. Na komm, Mami, willst du nicht stampfen? Oh, das hat gesessen. Das ist immer schön, wenn Mami auf uns stampft. Wenn wir hier so einen Tränenbunker haben, kriegt sie immer alles ab. Oh, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das war mir Glück, dass ich da ausgewichen bin. Muss man immer aufpassen. Und ihr merkt ja auch, ich versuche so ein bisschen konzentrierter jetzt gerade zu spielen. Weil Mami ist halt echt schon ein Gegner aus mit einem bisschen anderen Kaliber. Auch wenn sie nicht so stark ist. Ich muss echt sagen, früher war sie schlimmer. Und ich... Ach so, wenn wir Schaden nehmen, kriegen wir Items. Das ist der Goat. Also der Ziegenbock. So, und jetzt stirbt Mami. Wir kriegen Damage und Range ab. Das ist schön. Und gehen in den Utero. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Weil... Ja, Womp. Okay, es ist Womp, nicht Utero. Oh ja, Spenden. Spenden ist gut. Ein halbes Herz ist auch gut. Auch wenn mir ein Leben ab besser gefallen hätte. Aber das ist auch schön. Eine Speeddown-Pille will ich nicht. Tür auf Klaps verdoppelt unsere Bomben. Als ob wir das nötig hätten. Kein Geheimraum, okay. Hier mal alles abklappern. Alles kaputt machen. Ich verliere zu viel. Oh Gott, ich bin fast tot. Leute, ich bin fast tot. Das war jetzt doof. Hätte ich gar nicht so spielen dürfen. Leute, jetzt spuckt mir bloß Herzen aus. Und zwar unendlich viel oder eine Full-Heal-Pille. Die wäre jetzt schön. Die wäre jetzt echt schön. Natürlich nicht. Nicht die Würmer. Nicht die Würmer. Nicht die Würmer und das Auge. Oh, Mann, ey. Ich mag die Würmer nicht. So. Mein Würmchen. Oh, hier ein Herz. Das ist sozial. Das finde ich gut. Sloth ist eigentlich okay als Gegner. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Vor allen Dingen, da wir auch nicht so schwach sind. Sollte Sloth eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Also wenn ich bei dem getroffen werde, dann ärgere ich mich. Ein Bob's Head. Ja, gut, Bob's Rotten Head. Ach, seht's. Benutze ich ja eigentlich mehr zum Spaß, weil ich brauch's nicht. Geheimraum? Nö. Ja, Geheimraum suchen ist immer wichtig. Zack. Oh, Spirit Hearts. Spirit Hearts. Hier alles abklappern. Falls ich doch noch mal was übersehe. Die Dinger, die sind ja auch eher Nebensache. Ja, und ich lasse mich von der Nebensache, der schönsten Nebensache der Welt, diesen komischen Fleischklumpen oder Haarklumpen oder was auch immer das sein sollen, treffen. Zweimal. Ich bin gut. Ich bin echt klasse. Ja. Ihr merkt, ich bin ziemlich unzufrieden mit meiner Leistung derzeit. Was will ich mit dem Geld? Ich brauche Geld. Obwohl, wenn ich nochmal so Bettler treffe.
Ist vielleicht besser. Zack, weg, raus. Will ich nicht. Ist zu gefährlich. Also wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, eine Etage weiter runter zu gehen, ich würde es tun. Weil dann, ich möchte das Herz ganz gerne nochmal besiegen. Ist ganz wichtig für mich. Und um das Herz zu besiegen, müssen wir halt noch eine Ebene runter. Und ich habe Angst vor dem Boss auf dieser Ebene. Gut, das brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Ist ja auch wurscht. Fliegen einfach weiter. Und hier ist natürlich Sackgasse. Sackgasse ist nie gut. Bleibt mal hier so ein bisschen. Die können mich ja nur anchargen, ne? Was anderes können die nicht. Ja, und deswegen sind die gerade so ein bisschen planlos, weil die mich nicht anchargen können. Und ich glaube, der Rote lässt Herzen fallen, was ich sehr sozial von ihm finde. So, bewegt euch ein bisschen, damit ich euch töten kann. Stirb. Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen planlos. Ich muss den Roten töten. Der Rote ist der Wichtigste. So, komm her. Stirb. Ah, Bomben. Bomben brauche ich nicht. Was bin ich mit Bomben? Ich könnte jetzt eigentlich hier immer nach dem Super Secret abklappern. In der Hoffnung, das ist so ein Herzenraum. Das ist eigentlich das Beste, was ich tun kann. Überall gucken, ob so ein Herzenraum ist. Da auch nicht. Der Super Secret grenzt an keinen anderen Raum an. Ich probiere trotzdem mal hier. Vielleicht habe ich hier Glück. Nee, natürlich nicht. Wann hatte ich schon mal Glück? Schon lange, lange her. Immer, wenn ich nicht Isaac spiele. Das ist wirklich so. Wenn ich nicht Isaac spiele, dann ist mein Glück ganz auf meiner Seite. Aber bei Isaac ist das was völlig anderes. Ich kann ja eigentlich fliegen, ne? Guppy's Tail. Hätte ich mal Guppy's Hairball genommen. Ich werde wirklich noch zu Guppy auf die letzten paar Meter. Nein, jetzt kann ich, glaube ich, gar nicht mehr Guppy werden, weil mir ein Guppy-Item fehlt. Guppy's Paw habe ich nicht gekauft. Obwohl, es gibt ein Item, das ich noch nicht habe. Das heißt, ich könnte sogar wirklich Guppy werden, wenn ich wollte. Aber ich bezweifle, dass ich es werde. So, die Viecher muss ich jetzt platt machen. Aber geht ja eigentlich. Und dann gehen wir direkt weiter. Obwohl, ja, da ist er sogar, der... Petrified Poop sorgt dafür, dass in Kacke öfter mal was drin ist. Brauchen wir also nicht wirklich. Mr. Fred? Ihr merkt, ich bin etwas verwundert und diese Viecher können sich lösen von ihren Ketten. Deswegen halte ich hier mal lieber so ein bisschen Abstand. Aber da wir fliegen können, scheint mir Mr. Fred nicht wirklich als gefährlicher Gegner. Oder kann der mehr als... Oh, der beschwert die Viecher. Sollte er mehr können, als ich ihm gerade zutraue. Dadurch, dass wir fliegen können, vielleicht verharmlose ich ihn auch nur. Und wenn man nicht fliegen kann, ist er der ultimative Gegner. Oder wenn man zu doof zum Spielen ist, dann ist er auch ein sehr, sehr schwerer Gegner. Ich benutze jetzt einfach die Strength. Weil ich möchte ungern gegen den verlieren, wenn wir schon die Chance haben, die Bibel zu benutzen. Ja, wer die Bibel nicht kennt, sie ermöglicht uns mit Engelsflügeln das Level zu durchqueren. Also nicht das Level, sondern den Raum zu durchqueren. Ich nehme jetzt immer erstmal die Herzen auf. Und gleichzeitig hat sie aber auf sowohl Mom als auch ihr Herz, also Moms Fuß, als auch Moms Herz, einen sehr, sehr unschönen, also für sie unschönen Nebeneffekt. Die Hure von... Ach, das ist die Hure von Babylon. Das war das andere Spirit of the Night, okay. Ja, Hure von Babylon brauchen wir nicht. Verwandelt uns, sobald wir bei einem halben Herz sind, in die Hure von Babylon. Ein Monster mit viel mehr Angriff. Aber wie gesagt, ist jetzt völlig unnötig. Und wir sind schon bei 30 Minuten Part, ey. Ganz ehrlich, mache ich da drei Parts draus. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das regel. Moment mal. Ja, vor dem Ding hatte ich nämlich Angst, weil das schießt Explosivgeschosse.